So, hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir sind wieder da bei Arcania und wir sind einfach mal auf dem Weg nach draußen und wurde voll in Kanne getroffen. Nein! Ey, das ist jetzt echt gut, dass wir gerade gespeichert haben. Das war gerade echt no go. So, wir haben jetzt wirklich gar nichts verloren. Wir sind direkt hier. Also. So, ich habe es jetzt diesmal geschafft. Ihr könnt stolz auf mich sein, das ist was sehr Großes. Wieso gibt es hier zwei Ausgänge? Das bin ich, hat mich jetzt gerade verwirrt. Moment mal, hätte ich hier noch irgendwie anders langlaufen können? Muss ich hier doch nochmal langlaufen? Ah, Tatsache, hier ist noch der andere Weg. Wahrscheinlich wäre das auch der richtige. Check's mal die Waffe weg und gehst hier raus. Habe ich hier etwa... Nee, oder? Bin ich hier doch falsch? Ach so, Moment, hier ist ein Hebel. Der erklärt vielleicht einiges. Ah, okay, der Hebel. Ein versteckter Hebel, der nicht ganz versteckt war, sondern einfach nur so gelegt, dass ich zu dumm war, um ihn zu erkennen. Okay, da komme ich wieder mal nicht dran. Vorbei oder durch. Ihr seid bestimmt keine Gegner. Guck mal, was ich für ein Schild habe. Kommt euch das bekannt vor? So. Ich bin eigentlich voll schnell mit der Waffe. So. Na, wobei, so gut... Ah, ich weiß nicht, ob die Waffe so gut ist. Aber sie leuchtet und das sieht schon mal cool aus. Ich habe zwar kein Schild, aber das Schild habe ich eh nie benutzt. Und ich lag eigentlich richtig schnell mit der Waffe, also... Kann man da nicht so viel zu sagen. Also nichts viel gegen sagen. So. Okay. Jetzt geht's hoch. Ich habe gerade keinen Punkt markiert. Okay, ich bin verloren. Ich bin verloren, ich habe keinen Punkt markiert. Nein. Okay, aber es sieht so aus, als müsste ich in diese Festung da rein. Aber das ist doch die, wo ich gerade eben schon mal drin war, oder? Ich glaube schon. Einfach mal hingehen. Schlüssel entfernt. Okay. Ach ja, genau. Hier, von hier komme ich ja gerade eben. Jetzt bin ich direkt drin. Jetzt mit diesem Armreif kann ich diesen König kurzzeitig zurücksetzen. Also, dass er nicht mehr so ganz verrückt ist. Und dann wird er uns sagen, was wir machen können, um zu gewinnen. Oder sowas in der Art. So. Aber im Grunde, Hauptquest ist erledigt. Wir haben den Mörder sozusagen, oder den Grund, warum unsere Frau gestorben ist, gefunden und den Mörder umgebracht. Gleiches wird mit Gleichem bestraft. Naja, wessen Ansichtsweise so ist, okay. Ich weiß nicht, ob man den Mörder da unbedingt umbringen sollte. Naja, es ist jedem selber überlassen. So, auf geht's zum König. Hobal der Dritte, wenn ich mich nicht irre. Hallo, mein Freund. Hallo, Diego. Guck mal, guck mal, guck mal, ich hab was für dich. Die Schatten. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen. Das ist deine Meinung. Zuerst setzen wir diesen Stirnreif unter die Krone. Zuerst setzen wir dir diesen Stirnreif unter die Krone. Kämpfen. Kämpfen wir. Meine Freunde. Es ist gut, euch wiederzusehen. Wo ist Gorn? Zwei Niesen, einer gähnt. Mein Kopf. Du. Wer bist du? Ich kenne dich. Ich habe dich gesehen, gemeißelt aus Eis, in Feuer gebadet. Zusammen haben wir die Welt geschmiedet. Nein, das war nur ein Traum. Ein prophetischer Traum. Ich habe dein Abbild in einem Tempel gesehen. Wie es aussieht, sind wir beide die Spielfiguren einer höheren Macht. Nicht mehr. Ich habe die Götter und ihre Dämonen aus der Welt vertrieben. Naja. Xardas hat gesagt, dass ein Schutz auf diesen Geist nicht lange halten. Xardas hat gesagt, der Schutz auf deinem Geist wird nicht lange halten. Sag uns, wie wir dir helfen können. Das Amulett des Schläfers, wo ist es? Wir haben dieses Ding in den Tempel des Innos bringen lassen. Die Hochmagier hatten einen verderblichen Einfluss gespürt. Okay, um was für ein Amulett geht es? Um was für ein Amulett geht es? Das Amulett des Schläfers. Eine blinde Frau hat es mir gegeben, vor dem Krieg. Sie hat gesagt, ich sei auserwählt, es zu seinem Bestimmungsort zu bringen. Eine blinde Frau? Ich hätte es ahnen müssen. Ich habe zugesagt, der alten Zeiten willen. Doch ich wollte alles zuerst in Ordnung bringen, Argan befreien und davor Myrtana. Aber dafür war keine Zeit. Was ist passiert? Das Amulett. Es war das Gefängnis eines Dämons. Aber es war zu lange von seiner Ruhestätte entfernt. Das Siegel wurde jeden Tag, den ich auf dem Schlachtfeld verbracht habe, schwächer. Bis der Dämon schließlich seine Fühler ausgestreckt hat. Nach mir. Er hat sein Gefängnis verlassen. Und nagt an meiner Seele. Hagen, bring mir das Amulett.
Dieser Mann muss es zum Kloster an der Meeresklippe bringen. Er ist ein Auserwählter wie ich. Wir können das Amulett zurzeit nicht aus dem Tempel holen, Eure Hoheit. Weil die Hochmagier es nicht zerstören konnten, haben sie es hinter eine magische Barriere gebannt. Oh, lassen wir sie die Barriere wieder aufheben. Wo ist Dann das lassen Problem? Lassen wir sie die Barriere wieder aufheben. Wo ist das Problem? Sie sind tot. Duhang hat sich damit gebrüstet, dass sich der Tempel jetzt in den Händen der Belia-Kultisten befindet. Sie halten diese Dämonenfrau namens Xesha für eine Dienerin ihres dunklen Gottes. Wenn Xesha ihre Schergen in den Innos-Tempel schickt, muss sie hinter dem Amulett her sein. Wahrscheinlich versuchen sie gerade, die Barriere zu knacken. Das wäre theoretisch möglich. Merdarion, Ningal und ich dürften die Barriere mit vereinten Kräften ebenfalls bannen können. Okay, dann gehen wir zusammen hin. Wo sind Merdarion und Ningal? Merdarion ist bereits im Tempeldistrikt. Ningal wollte zu ihm gehen, sobald er das Armenviertel gesichert hat. Am besten redest du mit Aranes. Sie wollten sich mit ihm absprechen. Aranes, okay. Ningal ist ein Großmaul. Ich habe das Armenviertel gesichert. Das erklärt einiges. Okay, dann lass gehen wir Lass uns jetzt. Gehen, Milton. Ich muss noch die nötigen Komponenten vorbereiten. Und mit dem König reden. Geh vor, ja, ich komme nach. Ist klar, Daran ich gehe musste alleine. Noch in Diegos Anwesen sein. Oder er ist schon in der Kanalisation unter dem Tempeldistrikt. Er wollte sie nämlich inspizieren. Bevor ich vom Hof hier verbannt wurde, habe ich einen Teleporterkreis geschaffen, der die Festung mit Diegos Anwesen verbindet. Nutze ihn, dann sparst du Zeit. Ja, den kenne ich eh schon. Über den bin ich ja nach hier gekommen. Oder war das... Nee, Moment mal, das war der da unten. Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Welcher war das? Das war doch der, der jetzt hier unten steht. Das ist Diegos an... Nein! Das war der, der hier oben steht. Das war Diegos Anwesen. Ja. Diegos Anwesen war der, der hier steht. Hundertprozentig, genau. Hundertprozentig, ja, das war der. Und... Ja, wir sind durch. Ja. Ladebildschirm. Ja, genau. Das war ein Lied über den Ladebildschirm. Oh mein Gott. Naja. So. Okay. Ich wette, es kommt direkt eine Zwischensequenz. Oder? Nicht? Keine Zwischensequenz? Was? Okay. Mir wird ein Punkt angezeigt. Den werde ich mal direkt untersuchen. Denn dafür müsste ich wissen, wo der Punkt genau ist. Ah nee, der geht hier drunter. Ah, da ist eine Frau. Hast du Diego gefunden? Ja, es geht ihm gut. Ich möchte dir meine Waren ansehen. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Wo ist Aranes? Ich muss dringend mit ihm sprechen. Wo ist Aranes? Ich muss dringend mit ihm sprechen. Unten in der Kanalisation. Es sind noch zwei Magier aufgetaucht. Die sind bei ihm. Okay. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Okay, das ist sehr gut. Das habe ich selber. Das kann ich sogar verkaufen. Moment, wo haben wir es? Schriftstücke? Ja, ich habe zweimal. Wieso habe ich das zweimal? Ja, komm, kriegst das Ganze. Ich belasse mich gar nicht. Also das ist eine Rune der Raserei. So Rune... Achso, nee, habe ich ja eh, klar. Eins davon kriegst du, oder? Ich bin so frei. Rune der schnellen Hand, ja. Fleischwanzen-Ragout will ich gar nicht. Ah, Moment, das kann ich... Das sind Rezepte, die ich alle erlernen könnte. Das ist mal eine Idee. Was hast du denn hier alles eigentlich? Entfernung, das sind nur Attacken. Ah, Heiltränke. Komm, gib mir einfach mal alles. 1200. Ja, mehr will ich dann doch nicht. Mächtige Heiltränke. Ich kann höchstens so viel kaufen. Mann, bin ich arm. Wieso sind die so verdammt nochmal teuer? Okay, dafür verkaufe ich die jetzt alles. Ich will keine Wurst. Ich will keinen Apfelessig. Ich will kein Almas Bestes. Ich will kein Nachtragul, sonst was. Ich will das nicht. 500 Leben. 250 Leben, das ist viel besser. Das habe ich 34 Mal.
Ausdauertrank. Ich will auch keinen Ausdauertrank. Ich will keinen Auberginen. Ich will keinen geringen Ausdauertrank. Und ich will auch keinen irgendwas anderen Trank. Schwarzen Galle gibt mir auch nur wieder nur Abzüge. Will ich auch gar nicht erst haben. Ah, Ausdauerregeneration und Nahkampf ist ein bisschen interessant, finde ich. Oder Wespenelixier. Krass, Wespenelixier. Das wollte ich schon immer mal haben. Okay, was ist das? Egal, ich verkaufe jetzt einfach, ohne mir alles durchzugucken. Elixier der dunklen Träne. Auch kein meiner Trank. Das ist auch nur ein verkacktes Elixier. Ja, komm schon. Diese ganz alten Klopapierrollen, die ich gar nicht mehr brauche. Elixier des... Ah, das sieht ganz gut eigentlich aus. Das sind die unsere Generation 40 Rüstung. Ah, das sieht... Da habe ich jetzt nichts gegen. Das behalte ich jetzt einfach mal. Mächtiger Mana-Trank, da haben wir doch endlich mal was. Essenz der Unsterblichkeit, 300 Rüstung. Ah, das klingt auch lustig. Lebensenergie, Regeneration. Ja, das ist lustig. Das ist geil, das muss ich mir mal merken. Eisenbalk, Elixier, krass, will ich nicht. Guck mal, Orangen habe ich hier sogar. Heldenmut hier, Energieregeneration ist auch sehr hoch. Rüstung für 60 Sekunden plus 80. Ja, kommt weg, komm. Potenter Mana-Trank. Hohes Elixier der Arkenmacht. Ich brauche irgendwie keine Arkenmacht. Melone, wow. Krass, Alter. Mächtige Heiltränke, davon habe ich jetzt 10. Das ist gut. Brot brauche ich gar nicht. So. Das sind alles nur Sachen, die keiner haben will. Zumindest ich nicht. Ich weiß nichts damit anzufangen. Ich kann die eh nicht schnell genug alle ausrüsten und dann benutzen. So. Guck da mal. Questgegenstände kann ich eh nicht verkaufen. Fernkampf. So viele Pfeile brauche ich eh nicht. Guck mal, vor allem, weil ich jetzt hier Dolch benutze. Guck mal, kriegst du sogar meinen ganzen alten Bögen. So, was ist das hier? Das will ich ja auch gar nicht haben. Die hat 34, die hat 18, dann kriegst du die auch. Du kriegst sogar 6 davon. Diesen Bogen kann ich nicht verkaufen, egal. Nahkampfwaffen. Okay. Ich verkaufe eigentlich alles. Bis auf... Okay, das kommt mittlerweile auch weg. Die beiden Sachen jetzt. So. Okay, alles verkaufen. Guck mal, ich bin schon wieder reich geworden. Ausrüstung. Was habe ich an? Was habe ich davon genau jetzt an? Ich bin mir jetzt unsicher, was ich davon anhabe. Doch, was ich anhabe, ist ja gar nicht jetzt gelistet, oder? Schilder brauche ich eh nicht. So. Das ist eh so schlecht. Muss ich mal gucken, was mit mir, wie es bei mir mit Amuletten steht.